Film das nicht! Hab ich schon. Hallo, na und herzlich willkommen zurück zum besten Koch- und Backformat hier auf diesem YouTube, wo ich für euch viral Hits aus dem Internet teste, damit ihr das nicht mehr machen müsst. Oder gegebenenfalls doch, falls sie gut sind. Heute mit dem Thema Noodles. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet hier auf dem Kanal, dann lasst mir doch gerne jetzt ein Abonnement da, um eben auch nichts mehr zu verpassen. Und wir starten rein mit Rezept Nummer 1. Das sieht fantastisch aus. Ich freue mich sehr. Wir haben Nudeln schon lange nicht mehr gemacht. Und falls ich heute ein bisschen kratzig klinge, liegt es daran, dass wir schon wieder alle krank sind. Kindergarten. Nadine ist jetzt einfach Kettenraucherin geworden. Daumen nach oben, falls ihr auch gepeinigt seid. Wir brauchen Nudeln. Ich habe schon alle vorgekocht und eine Auflaufform, denn das kommt ja alles in den Ofen. Und natürlich Zitronen. Nachdem ich letztes Mal über noch genau solche Rezepte gelästert habe, dachte ich mir, nehmen wir jetzt mal wieder so eins. Wenn es denn hier doch viral geht, wir bauen das jetzt im Wunderschönen nach. Es gibt keine Angaben. Es gibt wie immer keine Angaben. Ihr findet dennoch die Rezepte in der Infobox. Jetzt brauchen wir noch eine große Knoblauchzehe. Nehme ich dann den oberen oder den unteren Teil? Ach so? Ja. Okay, das, dann, nee, Moment, ich muss ein bisschen, die Auflaufform von der ist größer, dann machen wir es dahin, so. Dann kommt jetzt ein Flatschi Schmierkäse, kommen Sie da raus. Ein Flatsch Schmierkäse, kann man die Verpackung mitnehmen? Ja, klar, das drückt ja. Super, ja, das drücke ich auch am Ende aus, ne? Ja. Finde ich fantastisch, ich muss einmal hier, glaube ich, das sieht so schön aus bei ihr, aber ich glaube, das funktioniert bei mir nicht, oder? Und noch ein paar Schalottchen. Schalotte. Schalotte. Du Schalotte, du. Das kommt hier so rein. So einzeln gemacht. So einzeln? Also die hat die so auseinander noch gemacht. Ach so. Ja, gar kein Thema. Philipp klingt auch toll, findet ihr nicht? Das ist unsere sexy Voice sexy hier. Immer hier, was Schlemmer, der macht hier das heute. Mhm. Aber ich klinge eher so wie seine Frau Ursula oder Bärbel, ja, oder so. Die seit 30 Jahren nichts anderes raucht als Pall Mall. Ja, oder Camel. Du kennst dich zu gut aus, Philipp. Ja, auch mal geraucht. Stimmt, du hast auch vor 15 Jahren, als unsere Beziehung begann, warst du ja auch eins Rauchi. Ja, und dann kam die Schweinegrippe und hat mich erlöst. So, ein bisschen Salz kommt jetzt noch da drüber und ein bisschen Pfeffer. Lecker, da freue ich mich gleich auf die halbe Zitrone. Nee. Und dann wird das noch so ein bisschen mit Öl. Weißt du wie? Ja. Und dann geht das jetzt in den Backofen bei... Es gibt keine Angabe. Okay, also halbe Stunde bei 190 Grad Ober-Unterhitze. Ja. Vielleicht ist es das ja. Das waren jetzt 35 oder 40 Minuten, ich bin gerade unsicher. Ich muss aber sagen, der nächste Arbeitsschritt erweist sich doch als recht beschwerlich, weil das muss jetzt ausgequetscht werden da rein. Da muss ich es ja eigentlich erst einmal irgendwie... Haben wir nicht eine Zange oder so? Ah, das ist voll Eis. Ich mache es mit einem Löffel. Zwei Löffel vielleicht. Oh ja, zwei Löffel. Oh, was ja. Ist denn los? Okay. Ja. Schon mal Nummer 1. Mal die Tille eingedrückt, ne? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist komplett bescheuert. Nimm den Stampfer. Nimm den, ja, ich nehme den Kartoffelstampfer. Oh, heute ist hier Küchengadget-Fuchs. Ein bisschen Pastawasser für die Stärke und Nudeln. Ich habe jetzt hier so kleine genommen, weil ich dachte, das kann man dann irgendwie besser miteinander vermischen. Ich glaube, das reicht und wir gucken erstmal. Okay, ich glaube, da können noch ein paar rein. Schwapp. Es sieht nicht appetitlich und auch nicht sehr zitronig aus. Und ich finde, momentan ist es noch eine erstaunlich kleine Menge irgendwie. Ich weiß nicht, was es aussieht. Na. Sonntag früh auf dem Ring spazieren gehen. Oh, du bist furchtbar, aber ja, das stimmt. Ich bin unsicher, Nadine. Ich weiß auch nicht so richtig, aber wir probieren jetzt mal. Wenn ich heute drauf hätte man gar nicht gesehen, wie das mal zwischendurch aussah. Hm. Sieht recht unspektakulär aus bislang, ne? Also unspektakulär. Das Spektakuläre ist tatsächlich dann die Auflaufform. Nee. Boah. Oh Gott. So viel Zitrone? Ja. Würde es Tequila besser machen? Ja. Wenn das Leben dir Zitronenpasta gibt? Das ist nicht meins. Also wir hatten... Doch, du probierst das. Probier das. Nein. Du bist erkältet, du schmeckst das kaum. Schmeckt schrecklich, ne? Boah, ist das scheiße, ey. Das schmeckt das ist eine Zitrone zu viel, Leute. Auf jeden Fall. Das schmeckt auch nur danach. Okay.
Well, schön, dass wir direkt beim ersten Rezept so reinscheißen. Kommen wir mal zum nächsten. Ist das widerlich. Es kann nur besser werden. Kommen wir mal zu Rezept Nummer 2 und das ist folgendes. Sieht richtig gut aus. Aktuell gibt es bei DM oder gibt es die da immer? Immer. Immer? Ja. Gibt es Chorizo in Vegan. Chorizo, Vegan Chorizo. Und wir brauchen jetzt ein paar Schalotten. Schalotten. Du sagst das auch immer so unangenehm irgendwie. Das ist ein Meme. Das ist ein Meme irgendwie bei, ich weiß nicht, ob Alexi Bexi das gemacht hat. Tut mir leid für alle, die Charlotte heißen. Oder irgendeiner, der sagt immer, wir brauchen jetzt als nächstes nicht etwa eine Zwiebel, sondern Schalotte. Ja. Ich schneide die jetzt einmal. Was? Kommen die nicht wieder ganz einfach mit rein, werden gebraten? Nein, die werden sogar geschält und geschnitten. Oh, jetzt wird eine Pfanne geölt und aber auch, habe ich vom Herrn Steuer heute gelernt, gebuttert. Wir nehmen hier, also gemargarint, mit tollem Buttergeschmack. Hat der Herr Steuer gesagt, wenn man beides zusammen in die Pfanne gibt, brennt dann der Knoblauch nicht an. Richtig. Boah. Hör mal, hier. Rausgeschossen, ich freue mich auch. So, während das in der Hintergrund auf 5 brutzelt, müssen wir noch die Chorizo-Wurst hier. Die ist ein bisschen spicy übrigens. Chorizo. Ach Philipp, die armen Leute heute. Was denn? Die sind... Hä, ich will dir mal ein bisschen hier was geben. Ein bisschen den Spice geben, meinst du? Ja, richtig. Wenn wir schon mit so einer heißen Wurst hier arbeiten. Die heiße Wurst bist du. Sie sind die Wurst. Die wird jetzt einmal gewürfelt. Ja, jetzt eher Streifen. Ja, warten Sie doch bitte. Vor dem Würfel kommt der Streifen. Das weiß man doch. Ist so. Kommt jetzt noch mit dazu und wird auch angebraten. Ich drehe durch. Ich glaube, man würde mit einem normalen Ölspender wahrscheinlich schneller arbeiten können, als mit diesem fancy Ding, was du irgendwo im Internet bestellt hast. Ja, wirklich. Küchengadgets. Wir lieben sie. Müssen wir mal ein paar testen. Ja, echt, ne? Das wäre meine Idee. Von Aline der Versuch. Film das nicht! Hab ich schon. So, da kommt jetzt ein Esslöffel Tomatenmark rein. Ja. Da rein, nicht auf eure Ess- und Kochzeile. Dann kommt ein bisschen Salz. Immer keine Angaben von der Dame. Ja, deswegen einfach nach Gusto oder wie man das nennt. Richtig. Dann wird das hier ordentlich gepfeffert. Und dann kommt. Schmeiß weg. Ich dengel jetzt mal einen halben Becher Sahne rein. Das sorgt halt für die Creaminess. Ja. Das ist die Dreiviertelbecher. Mhm. So. Da kommt jetzt Petersilie oder in unserem Fall ein bisschen Oregano dazu. Ja, weiß jeder, wer keine Petersilie hat, hat Oregano. Genau, das weiß man doch. Ich glaube, ich kippe da gleich noch ein bisschen Sahne nach. Und Knoblauchpulver. Moment, ich will nicht zu viel reinmachen. Aber auch nicht zu wenig. Sprechen wir von Knoblauch. Meinst du so? Oh, shit. Ich weiß nicht, dass wir schon Knoblauch reingetan haben. Ah, das wird mit ein bisschen Sahne einfach wieder aufgefangen. Ja. So. Ey, aber das riecht so gut, ne? Sieht so falsch aus, ne? Findest du? Ja. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Du hast schon die große Pfanne genommen. Ja. Ist die zu klein, oder was? Alles fällt runter. Aber hey, das so nicht. Hefeflocken. Und von dem Pastawasser ein wenig. Schwapp. So. Das geht jetzt auch nochmal. Ich glaube, ich brauche mehr Hefeflocken. Nee. Sag das nicht so. Auch hier könnt, es ist heute, wir nehmen es einfach an, okay? Wir akzeptieren einfach, dass der Nadine heute alles runterfällt. Ja, ich finde es auch mal ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, das sind schon wieder zu viele. Kann das sein? Ja, wollte ich dich aufhalten. Du wolltest noch mehr vor den reinhauen. Noch, ich wollte eigentlich alle reinhauen. Ja. Okay, warte, wir können das hier mal so ein bisschen runterdrehen. Auf 9. Ach so, guck mal. Super. Ich finde, optisch sieht das schon richtig klar aus. Toll. Ich nehme das nicht. Ich habe kein Basilikum. Ich nehme jetzt einfach 2 Babyspinatblätter. Guck mal, sieht aus. Fängt alles mit B an. Alles mit B. Schauen Sie. Das sieht richtig gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie das so jetzt schmeckt. Oh, danke schön. Das finde ich aber süß von dir. Wir probieren jetzt mal. So spicy ist die gar nicht. Ich finde, die ist sehr präsent, wenn man mit Wurst isst. Ich finde nur die Soße schmeckt aber auch fantastisch. Ich finde das sehr lecker. Es ist dezent gewürzt. Es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein können. Es ist würzig cremig. Ich finde es sehr lecker. Mir schmeckt es richtig gut. Mir ist die Wurst fast ein bisschen zu dominant, wenn man das so sagen darf. Mir fehlt Salz, aber ansonsten lecker. Und ein bisschen Salz fehlt. Lecker, kann ich nur empfehlen. Das ist ja mal was Gutes, Virales hier gewesen. Kommen wir mal zum nächsten Rezept. Rezept Nummer 3 macht wie immer optisch am meisten her, meiner Meinung nach, und sieht wie folgt aus. Ich
liebe grüne Sachen. Wir brauchen dafür, ich nehme jetzt hier vom Thermomix den Blender. Weißt du, wie wir das nennen? Na. Das sind Schrecknudeln. Schrecknudeln? Ja. Ach so, wegen Shrek. Ja. Schrecknudeln. Okay, der gehört da nicht hin. Ich muss irgendwann mal nach dem Placement anfragen. Das Ding steht hier immer so zufällig im Bildhintergrund. Wir fangen damit an. Wir brauchen 2 Knoblauchzehen und ein Messer. Das ist ja so nach meinem Geschmack, wenn man einfach alles irgendwo reinballert, auf ein Knöpfchen drückt und dann kommt am Ende was Geiles dabei rum. Du hast gerade Backen beschrieben. Also, die Knoblauchzehe. Dann ein Paket. Wo geht's auf? Was ist, wo ist das? Was sagt, wer hat das konzipiert? Damit reinstechen. Na gut. Ein Paket Seidentofu. Ja. Ah, heute, ne? Oh nein. Was ist denn? Auch nicht. Ich bin müde und ich bin krank. Der Saft einer Zitrone. Hab ich nicht so ein... Du hast Hände. Das ist anstrengend. Heute ist sehr zitronig, ne? Passt aber so zum beginnenden Frühling. Ja, so doch. Ah, nein! Oh Gott. Fufu, ich habe mich schon wieder vollgespritzt mit Zitronensaft. Oh, mein Auge. Na, die. Da ist aber, das kommt hier oben raus. Ja, das wird. Kennst du das, wenn du so ein bisschen krank bist und so in den Seil hängst und dann trotzdem versuchst, irgendwie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, das einfach nicht funktioniert? Ich bin mit Hausschuhen einkaufen gegangen, ich weiß, was du sagst. Echt, bist du? Ja. Oh nein, wie süß. Dazu kommen jetzt 2. Hör auf, kommentier das nicht mehr, lass das jetzt. Ich setz so eine Schutzbrille auf, weißt du, wenn wir so für Forst arbeiten. Safety first. 2 Esslöffel Hefeflocken. Hör auf, du jinxst das. Nein. So, Hefeflocken und 2 Esslöffel Olivenöl. 1, 2. Dann kommen noch Salz und Pfeffer rein. Ich nehme mal ein bisschen mehr Salz. Ich fand jetzt letztes Mal... Ich habe doch gesagt, ich nehme ein bisschen mehr Salz. Findest du, das ist zu viel? Das geht, der Seidentofu schluckt so viel Geschmack. Ich kenne das vom Backen. Da muss man auch ganz viel... Ach naja, und es ist auch blau. Warum ist das blau da? Kann man aber abmachen, ist keine Verletzung. Und noch eine Handvoll Nüsse. So, die könnt ihr so reinballern, wenn ihr so ein Ding hier habt. Ah, es fehlt noch der farbgebende Babyspinat. Okay, mal gucken. Das wird jetzt einmal geblendet. Hey, beautiful. Mit den Nudeln wird das super später. Was sagst denn du? Das ist genau die perfekte Menge Salz. Ich habe die Zitrone ausgeblendet, wie immer zur Pfanne. Okay, das kommt jetzt einmal in eine Pfanne. Oh, da hat noch ein Blatt überlebt. Guck mal, warte. Ja, die Spinat. Ja, eins hat überlebt. Dann kommt wieder etwas, passt da Wasser dazu. So, jetzt fängt an, das Ding mich anzuspucken. Ich packe mal unsere vorgekochte Nudelplatte hier rein. Ach, klasse. Da ist noch das Nudelwasser. Lassen Sie los. Es ist aber nicht so Gift-Neongrün wie in dem Thumbnail von der Person, finde ich. Ja, der hat aber auch Dings genommen. Was denn? Wie heißt es? Kale. Ich bin so international. Grünkohl. Ach, der hat Grünkohl genommen. Aber das ist halt nicht mehr frisch. Naja, ist nicht die Saison. Nee, ist leider vorbei. So, tada, guck mal. Boah, hier rein das schwarze Tableau hier. Ja, ich habe hier Gourmet-Teller habe ich hier ausgepackt. Wir probieren mal. Es sieht auf jeden Fall hübsch aus und es war echt schnell jetzt gemacht. Zumindest mit einem guten Blender. Und recht gesund und satt machen wegen dem Tofu. Es ist nicht versalzen. Die Nudeln haben es aufgefangen. Probiere. Ist das eigentlich so eine Art von dir, dass du immer 3 Nudeln aufnimmst? Es ist die perfekte Menge, um in meinen Mund zu passen. 3? Ja. Okay. Und was sagst du? Geil, oder? Das ist mir zu zitronig. Es ist sehr zitronig tatsächlich. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen weniger Zitronensaft nehmen, ja, wenn man nicht eine Zitronenpasta, sondern lieber eine Spinatpasta, ja, möchte. Aber das Salz... Das stimmt. ...ist perfekt. Es schmeckt nach Knoblauch, es schmeckt nach Salz, es schmeckt nach Pfeffer und sehr viel nach Zitrone tatsächlich. Perfekt. Wenn ihr noch mehr tolle Rezepte von mir sehen wollt, die mit Sicherheit fantastisch schmecken, habe ich jetzt diese beiden Videos für euch. Und vergesst nicht, ein Abonnement für diese perfekte Menge Salz auf diesem Kanal zu hinterlassen, um nichts mehr zu verpassen oder nicht mehr richtig schmecken zu können. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder in einem neuen Video. Macht's gut, bis dann und tschüss!